Was dieser Claim ausdrückt, ist erstmal Business. Wir treiben Geschäft. Und das treibt uns im gesamten Konzern, ob in der Erst- oder in der Rückversicherung, das zu wiederholen, ist mir ganz bedeutsam und das kann ich gar nicht oft genug tun. Das Zweite, das S1, das bedeutet, wir haben den gleichen Anspruch auf aggregierter Ebene in Erst- und Rückversicherungsaktivitäten, was die Verbesserung bzw. das Wachstum des jeweiligen Portfolios anbelangt. S1 bedeutet aber auch, dass die Zusammenarbeit geschäftssegmentübergreifend noch nicht in einer strukturierten oder organisatorisch definierten Art und Weise, dass diese Zusammenarbeit zunehmend intensiv ist und aus dieser intensiven Zusammenarbeit erkennbar Früchte schon getragen werden. Das sind am Anfang natürlich Früchte der Erkenntnis. Das sind gleich anschließend Früchte der gemeinsamen Ideen, aber erwarten Sie dann auch noch nicht sofort Früchte sozusagen des Wachstums daraus. Das, was ich glaube, Markus Riese oder Thorsten Jeworrek mit dem Stichwort Interlocked Business Model gemeint hat, das ist genau dieses: Wir arbeiten zusammen mit den jeweiligen Kompetenzen, die der eine in seiner Risikospezialisierung und der andere in seiner überlegenen Vertriebsexpertise hat, bedeuten.